Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute einmal von meinem Tisch. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir werden heute einmal etwas zusammen auspacken, nämlich den Adventskalender von Julie Fien. Ja, ich weiß, es gibt viele, die wollen sich überraschen lassen und deswegen ist das Video vielleicht jetzt gerade nichts für dich, deswegen schalte weg, schalte gerne beim nächsten wieder rein. Es ist eine kleine Triggerwarnung, denn natürlich will ich euch die Überraschung nicht wegnehmen. Das ist jetzt einmal nur für diejenigen, die wirklich wissen wollen, ist dieser Adventskalender 100 Euro wert und hält Julie Fien das Versprechen, dass da wirklich Top-Überraschungen drin sind. Das werden wir einmal dann feststellen und ich würde sagen, meine Neugier hält sich kaum noch im Zaum, also muss ich wirklich dazu sagen. Ich habe ihn ja seit September hier rumliegen und denke mir die ganze Zeit, was ist da drin, was ist da drin? Ich habe es noch nicht geöffnet. Dennoch werde ich das Video so aufbauen, dass ich euch natürlich auch das Ganze swatchen möchte. Deswegen ist auch übrigens der Daumen frei, den habe ich nackig gelassen. Den werde ich dann nämlich gleich swatchen, also im Anschluss des Videos, und werde die Nahaufnahmen plus vielleicht eventuelle Informationen über die Lacke mit einblenden, sodass ihr quasi beides gleichzeitig habt und ich dann halt erstmal den ersten Eindruck. Ja, finde ich auf jeden Fall super. Shellac Adventskalender, da ist ja auch nichts anderes drin. Es gibt noch einen Premium Adventskalender von Julie Fien, der kostet so 60, 70, also ist ein bisschen günstiger. Da sind nochmal verschiedene Sachen drin und dann gibt es noch den Nail Art Kalender. Und ich denke, den Nail Art Kalender werde ich mir auch noch holen müssen. Der war letztes Jahr schon ganz toll, den hatte ich von meinem Schatz geschenkt bekommen und den habe ich sehr gerne ausgepackt. Und ich würde sagen, ich spanne hier niemanden länger auf die Folter. Vorgewandt seid ihr, habe ich ja schon längst vorgenommen. Und wir fangen an mit der Nummer 1. So, die habe ich einmal hier drin. Okay, es fällt direkt drunter, aber ich packe es auch gleich wieder zurück. Also Shellac ja, aber es hieß ja auch, es ist irgendwo eine Überraschung drin. Ich gehe mal davon aus am 24. Ich weiß es natürlich noch nicht. Aber damit wir das Ganze zusammen auspacken, werde ich euch eine zweite Kamera anmachen, damit wir das Ganze so live verfolgen können, wie nur möglich. Zweite Kamera läuft und dann würde ich sagen, bin ich gespannt, was als erstes da drin ist. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht reingeguckt und ich habe mir auch auf Instagram nichts angeschaut, plus auch nicht auf YouTube. Und jetzt schaue ich einmal, dass ihr das Ganze auch sehen könnt. Oh, das erste ist interessant. Es ist nämlich ein Basecoat Milky Rose, also ein Basecoat mit Farbe. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, finde ich super interessant. Denn da hat man direkt immer so einen doppelten Vorteil. Ich mag das ja sehr gerne aktuell abfallen. Finde ich also sehr gut. Und ehrlich muss ich sagen auch, dass ich diese ganzen Milky-Geschichten sehr, sehr attraktiv finde. Und ich schaue einmal, wie die Farbe ausschaut, denn ja, es ist ein schöner Nude-Rosa-Ton. Also es sieht richtig gut aus. Gefällt mir schon mal auf den ersten Blick und enttäuscht mich nicht. Also enttäuscht mich überhaupt nicht. Bei Shellac hätte man jetzt auch denken können, dass wirklich nur Farben drin sind. Und wenn das dann halt so eine Base-Geschichten sind, hat man direkt einen weiteren Vorteil. Also gerne mehr davon. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere Topcoat dabei ist. Wäre natürlich auch noch grandios, die vielleicht auch so ein, ja, nicht so ein langweiliger Topcoat. Was würde ich mir wünschen? Wenn ich einen Adventskalender machen würde, würde ich auf jeden Fall Special Effects reinpacken. Ganz, ganz klar. Weihnachten schreit ja auch so ein bisschen danach. Und ich würde sagen, schöne Farbe, kann gerne so weitergehen. Ich hoffe, das Licht macht hier übrigens noch mit. Ich wollte jetzt keine künstlichen Lampen aufstellen, einfach weil es gefühlt noch 16 Uhr ist oder nicht mal. Also es ist relativ schnell dunkel geworden, ne? So, machen wir einmal mit der Nummer 2 weiter. Die haben, oh nein, das ist 7. 2, 2, 2, 8. Hier unten in der Ecke haben wir die. Ganz unten schauen wir einmal. Ich kipp den so ein bisschen, sonst fällt er mir noch um. Ja, und ich muss ja sagen, gerade eben schon die Nummer 1 war ja schon ein sehr großer Karton für eine sehr kleine Flasche. Ist jetzt hier ähnlich. Ich habe es noch nicht genau gesehen. Okay, es ist ein Rotton. Es ist Deep Lipstick. Und Deep Lipstick scheint ein schöner Rotton zu sein. Ich bin da sehr auf die Deckkraft gespannt. Ich blende euch ja Informationen ein, wenn ich das gleich swatche. Bin gespannt, wie es sein wird, denn bei Rotton kann natürlich auch viel mehr schief gehen, was natürlich nicht so wünschenswert ist. Aber der könnte natürlich schön sein. Rot geht auch immer zur Weihnachtszeit. Und wisst ihr, was ich sehr, sehr gerne zu Weihnachten trage? Miss Diva ist es, glaube ich, von Neonail. Das ist so ein toller Rot-Glitzerton. Gefällt mir immer sehr gut, aber letztendlich, ich weiß ja nicht, ob hier auch ein bisschen Glitzer dabei ist, wäre natürlich grandios. Dann gehen wir einmal rüber zur 3. Große Freude dran, ne? So einen Adventskalender auszupacken. Das war jetzt gerade der untere Teil hier vom Bambi. Ich muss auch sagen, das Design von dem Adventskalender gefällt mir sehr gut. Ist jetzt, ja, kann man sich locker in die Wohnung stellen, ne? Ich weiß auch, dass viele Nagelstudios den auch für die Kunden aufstellen. Dann hat man auch nochmal so einen Adventskalender. Hier haben wir gerade einen Pastellton, wo ich mir gerade denke, Pastell und Winter passt nicht so ganz. Stimmt aber auch nicht, denn ich finde auch so Frozen-Töne, jetzt Frozen der Film, wie auch immer, finde ich, passen auch sehr gut in den Winter. Gerade so Blau, Türkis, Mint,
auch ein bisschen so rosa, was Frostiges. Das passt immer ganz gut. Also der Ton scheint sehr, sehr kräftig zu sein. Also definitiv nicht so ein zarter, milchiger Ton, sondern eher wirklich deckend. Also ist natürlich spannend, wie es denn auf den Nägeln ist. Und wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man so ein weißes Outfit irgendwie auch mal im Winter trägt, was ich ja sowieso das ganze Jahr über gerne mache, ich liebe die Farbe Weiß, kann ich mir den gut vorstellen. Warum nicht? Dann kommen wir einmal zu der Nummer 4. Ist ein bisschen größer und jetzt ist direkt immer mein Gedanke so, großes Paket, was wird da drin sein? Ist da vielleicht irgendeine Überraschung? Aber ich teste jetzt einfach mal die 24 hier unten an. Nee, also viele fühlen sich eher so leicht wegdrückbar an, aber die 24 nicht. Kann sein, dass da irgendwas anderes dann natürlich drin ist. Oder vielleicht auch zum Nikolaus, die Nummer 6, wir werden es gleich sehen. Ja, ist wieder ein sehr, sehr großes Paket für einen so kleinen Nagellack. Also ich weiß noch nicht ganz so, was ich von diesen Verpackungen halten soll. Es ist halt einfach sehr, sehr groß. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Adventskalender natürlich zu erstellen mit dem Design und in der Größe nicht ganz so einfach ist. Und mit Shellac kann man nun mal nicht so einen großen halt ausführen. Der müsste dann wahrscheinlich kleiner ausfallen, direkt in der Flaschengröße und würde anders aussehen. Wahrscheinlich war das auch die Absicht von Jolifine, alle halt in diesem Format darzustellen. Also alle drei Adventskalender sind in der Größe. Dann kommen wir zu der Farbe. Die ist, glaube ich, eine Erwähnung wert. Das ist Glamorous Bronze. Und Bronze hier sieht es eher so nach Gold aus. Und ich liebe Gold. Also es könnte vielversprechend sein. Ich bin sehr gespannt. Und bisher ist es halt ein Basecoat und nur Farben finde ich richtig toll. Ich liebe das, so eine Farben gehen immer und wenn da jetzt auch Silber dabei ist, würde ich sagen, es ist für beide Teams was da, Team Gold und Team Silber, aber das gefällt mir schon mal sehr gut. Ist auch eher weniger Bronze, eher Gold, würde ich sagen, so, definitiv, weil Bronze stelle ich mir eher so rostig vor, also es sieht richtig gut aus und könnte eine schöne Farbe definitiv für den Winter sein und würde ich dann auch vergleichen mit Iconic Style von Neonail, da habe ich ja auch den da, trage ich auch eigentlich meistens nur im Winter. Oder mal zum Verzieren, so ein bisschen Nail Art geht auch, da ist was auch mal praktisch. Die Nummer 5, da, 5 ist wieder klein, das wird dann ein bisschen packungsgerechter sein. Da haben wir dann einmal welchen Lack? Khaki-Ton, da steht direkt drauf. Khaki Green. Also man merkt definitiv der Farbe entsprechend. Und das liebe ich ja auch an den Jolifine Lacken, mit denen ich bisher übrigens nur gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich würde niemals hier einen Adventskalender von Jolifine vorstellen, den ich mir übrigens selber gekauft habe, wenn ich die Produkte gar nicht mögen würde. Ich mag die Lacke von Jolifine, die sind richtig toll. Die haben tolle Nail-Art-Geschichten. Also generell die Marke, definitiv ein Favorit von mir. Auch wenn ich ihn jetzt so ein bisschen mehr anschaue, der sieht sehr ähnlich zu der Farbe aus, die wir letztens irgendwann mal auf Instagram zusammengesucht haben. Und da hatten wir uns für Avocado Pastel, Pastel Avocado entschieden. Richtig toller Grünton und passt definitiv gut in den Sommer der andere. Und der hier halt eher so in den Herbst. Und ich liebe Grüntöne im Herbst, die so ein bisschen gediegener sind, halt nicht so knallig, ne? Also definitiv eine schöne Farbe. Aber ich würde sagen, wenn ihr das im Dezember bekommt, ist es nicht die richtige Farbe. Also eher so herbstlich, würde ich sagen. Aber das ist ja alles sehr subjektiv, wann welche Farbe am besten passt. Und weiter geht es mit dem Nikolaustag. Das ist einmal hier oben. Sieht wieder nach so einer typischen Shellac-Verpackung aus. Und naja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel 14 ist auch riesengroß. Wenn da jetzt auch ein Shellac drin ist, dann sage ich nochmal was zu der Verpackung. Nikolaus müsste natürlich ein bisschen was Besonderes sein. Und das sieht tatsächlich auch danach aus. Hier haben wir einmal einen Topcoat, was ich mir ja gewünscht habe. Und tatsächlich mit Special Effect. Denn er ist ohne Schwitzschicht und hat Flakes drin. Und das sieht gerade silber aus. Aber jetzt muss ich einmal gegen das Licht schauen. Ich glaube, die sind Holo. Und bei Holo bin ich wieder voll im Team Silber mit dabei. Ansonsten war es ja immer Gold, Gold, Gold. Aber bei Holo werde ich natürlich auch schwach. Und das könnte richtig toll aussehen. Mit dem ein oder anderen Nail-Design kann ich mir richtig gut vorstellen. Diese Flakes sind auch tatsächlich unterschiedlich groß. Ich finde, das macht nochmal was aus. Wenn man halt Glitzerpartikel hat, die alle gleich groß sind, ist es ein bisschen langweilig manchmal. Manchmal, ne? Nicht immer. Aber ansonsten ist es natürlich super interessant, wenn es halt so verschieden groß ist. Und auch damit für den Winter finde ich das richtig gut gelandet eigentlich. Und für den 6. Topcoat ohne Schwitzschicht plus Effekt finde ich richtig gut, wirklich. So, dann einmal die Nummer 7. Ist wieder ein Shellac, lasst mich raten. Also generell, ne? Adventskalender. Ich hatte ja auch mal Phasen, habe ich selber welche gemacht für meinen Schatz. Dann hat er mir einen gemacht. Er hat mir auch echt voll den übertriebenen gemacht, so mit, ich glaube, Kino und Konzerttickets oder sonst irgendwie was da war oder Theater. Also der hat sich richtig Mühe gegeben und ich habe ihm dann nur so Schokolade und Lottoscheine und sowas reingepackt. Er war richtig enttäuscht. Naja, aber deswegen machen wir es ja auch dieses Jahr anders. Hier haben wir dann einmal bei der Nummer 7, habe ich ja gerade gesagt. Was ist das für ein Ton? Das Licht verlässt mich hier langsam.
Es ist Deep Chestnut und das könnte halt so ein Braun-Weinrot-Ton sein, aber eher braun. Chestnut ist ja eher braun und tatsächlich, es ist braun, gefällt mir sehr gut. Der Ton sieht wieder sehr, sehr satt aus. Farbe braun finde ich tatsächlich für den Herbst und Winter immer noch richtig gut, also würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur unbedingt eine Herbstfarbe ist. Und kann ich mir auch gut mit Gold vorstellen, ne? Also gerade so ein bisschen festlicher, wenn man so die Kerzen anhat, sich ein bisschen schick macht und zu Hause in den vier Wänden essen geht, weil wahrscheinlich draußen nichts erlaubt ist zur Corona-Zeit. Bin ich ja auch schon gespannt, wie das dann sein wird. Aber wir versuchen das zu ignorieren und das Ganze hier natürlich positiv zu halten. Dann kommen wir einmal zu der Nummer 8. Ochem, ochem, ochem. Doch hier, ach, das Große ist das. Gar nicht gesehen auf Anhieb. Und wieder so groß und es fühlt sich wieder sehr leicht an. Also Leute, hätte meiner Meinung nach ein bisschen kleiner ausfallen können, aber ich will mich nicht beschweren. Mich hat keiner meine Meinung gefragt. Hier haben wir einmal Lavender Shine. Und bei Shine denke ich gerade so, okay, ich sehe ein bisschen etwas. Und das sieht so leicht goldschimmrig aus. Könnte interessant sein und dann tatsächlich in diese Pastell-Frozen-Richtung gehen, von der ich gesprochen habe. Also die auch so ein bisschen kitschiger auf den Nägeln ist, aber immer noch sehr schön aussehen kann. Dazu so ein flauschiger Pulli in so Schneeweiß oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Also es ist ein lila Ton, definitiv auch pastellig. Enttäuscht mich jetzt erstmal so gar nicht. Also ich finde die Farbe echt toll und gerade mit Schimmer gerne, gerne mehr davon. Gerade zu Weihnachten. Die 9 ist dann einmal das Öhrchen vom Bambi. Okay, Rotton, definitiv. Hier haben wir Red Lipstick und da bin ich gerade am Überlegen, ob ich den Ton vielleicht schon habe. Ist ja durchaus möglich bei mir. Ich habe ja ein paar mehr. Und tatsächlich mit diesem Adventskalender sprenge ich auch meine Kapazitäten. Habe ich sowieso schon vor einer gewissen Zeit gemacht und ich brauche unbedingt eine weitere Alex-Kommode. Neue Ordnungsdinger, die ich euch auch schon einmal in einem Video hier vorgestellt habe von Tidy Ups. Ich mache sehr gerne unbezahlte Werbung dafür, weil die Dinger so gut sind und einfach die besten für diese IKEA-Möbel. Aber ich warte noch ein bisschen ab, denn wenn wir Dezember haben, werde ich am Umzugskisten packen sein, sofern das dann noch möglich ist. Bin dann ja hochschwanger. Ja, aber dann ziehen wir erstmal um und dann muss ich halt schauen, wie Platz ist halt für mein ganzes Hobby und auch für YouTube und alles drum und dran und fürs Baby. So, dieser Rotton ist so ein bisschen pinkig rot. Also ich finde den jetzt doch auch auf der Kamera sehe ich das noch mehr als auf dieser hier. Das ist schon krass. Also der ist sehr grell. Und jetzt sage ich euch einmal, warum ich vielleicht eher so dunkle Rottöne im Winter bevorzuge und auch im Herbst. Meine Hände werden nämlich immer super schnell super rot, wenn es kalt ist. Und da ist es halt so ein bisschen schmeichelnder, weil man halt nicht den übelsten, krassen, grellen Rotton auf den Nägeln trägt, wenn die Hände halt eh rot sind. Also es ist dann wiederum so eine persönliche Präferenz. Also ich mag das dann nicht so gerne, aber ist natürlich eine Geschichte, die man dann auch länger tragen kann. Ist dann wirklich keine Farbe, die man dann nur für den Winter hat. Also finde ich es gar nicht schlecht. Und ich bin, glaube ich, sogar der Meinung, dass Julie Finn auch gesagt hat, in der Story auf Instagram, dass sie tatsächlich so ein paar verschiedene Lacke drin haben, egal welche Jahreszeit. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendein Gelbton drin ist, ne? Würde zum Beispiel immer gehen, würde ich sagen. Dann machen wir weiter mit der Nummer 10. Da. Also hier haben wir Aquarell Pastel Peach. Gut, Aquarell Shellac. Ich glaube, das ist eine eigene Kategorie bei Julie Finn. Das sind so Lacke, mit denen man so richtig tolle Sachen zeichnen kann. Aber soweit ich weiß, braucht man dazu einen speziellen Base und vielleicht sogar Topcoat. Bei dem Topcoat bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, aber definitiv den Basecoat und den habe ich so noch nicht da. Ich habe generell noch keinen Aquarelllack da. Könnte super interessant werden, erst recht, wenn es wieder um Nail Art geht. Aber hier ist die Farbe wieder sehr pastellig, sehr hell, allrounder, vielleicht sogar fürs ganze Jahr. Aber ich würde den jetzt hier, weil er auch so ein bisschen Lachsfarben ist, eher zu gebräunter Haut im Frühling, Sommer bevorzugen. Und nicht im Winter. Aber wie gesagt, das ist immer so alles sehr, sehr persönlich. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass auch der Basecoat hier drin ist in dem Adventskalender. Sonst kann ich damit ja auch nicht viel anfangen, glaube ich. Es sei denn, man kann die auch einzeln benutzen. Das weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht drüber informiert. Dann geht es weiter mit der Nummer 11. Ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht Pinsel drin sind, weil das so lang und schmal ist. Vielleicht so als I-Tüpfelchen, weil das soll ja die eine oder andere Überraschung drin sein. Aber nein, es ist tatsächlich sehr unerwartet. Ein greller Pinkton und zwar richtig grell. Ist das eine Wintergeschichte? Ich denke nicht. Also wenn ihr das in dem Adventskalender auspackt, glaube ich, ist das eine Farbe, die erstmal bis, keine Ahnung wann auf euch warten wird, bis Sommer wahrscheinlich. Also selbst da würde ich sagen, ist mir zu grell dann im Dezember, würde ich wann anders benutzen. Hier bin ich aber auch tatsächlich auf die Deckkraft gespannt. Und ich weiß, dass bei Pink sich so ein bisschen die Gemüter scheiden. Manche mögen es sehr gerne pinkig auf den Fingernägeln und sagen, ich stehe total auf dem Barbie-Look. Ich übrigens auch, nicht immer, aber ich auch. Und manche mögen es halt gar nicht. Dann haben wir die Nummer 12, die ist auch gar nicht weit weg. Okay, hier haben wir Berry Shine. Berry, dann eher so ein Beerenton, hoffentlich.
und Schein, ach so, den Schein sehe ich jetzt. Also das ist ein Ton, der sehr grünlich schimmert und der Unterton scheint so lila-mäßig zu sein. Also ist vielleicht nicht so ganz meins, erinnert mich aber an irgendetwas aus der Jugend. Ich glaube, früher hatte ich mal auch so einen, als ich jünger war, vielleicht so 14, 15. Den fand ich bestimmt auch ganz toll und bei dem bin ich auf die Deckkraft gespannt, ob das eher so Effekt ist, den man über etwas anderes drüber machen kann oder ob man den auch einzeln tragen könnte. Wir schauen einmal, aber ich glaube, so hätte ich ihn mir nicht für meinen Warenkorb ausgesucht. Dann sind wir bei der 13 und sorry übrigens, wenn ich meine ehrliche Meinung sage, ne? Aber es ist leider so. Ich werde hier nicht sagen, dass jede Farbe toll ist, wenn mir halt nicht jede Farbe gefällt. Und da wird jeder natürlich selber schauen, ne, was dabei ist und was nicht. Aber dennoch will ich nicht undankbar sein. Ich finde diesen Adventskalender toll, den ich mir gegönnt habe. Und will halt einfach nur euch zeigen, was drin ist. Dann haben wir hier den Coral Blush. Also gerade wollte ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil er wieder so ein bisschen ins rosa Nude Pastellige geht. Aber der überrascht mich gerade. Es ist ein bisschen Terracotta, den ich mir jetzt im Herbst sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich würde so ein bisschen auch mit ihm in den Nude-Bereich gehen, so ein bisschen bräunlich und dann vielleicht so ein weißes Stamping drüber oder vielleicht auch so ein bisschen was nach dieser Russian Nail Art gemalt ist auf den Fingernägeln, kann ich mir gut vorstellen und ist eine tolle Farbe, die ich so definitiv glaube ich noch gar nicht da habe. So, ich versuche ein bisschen das Ganze zu beschleunigen. 14 hatten wir gerade gesagt, ist ein sehr großes Paket und wenn ich dann einmal da, ja, es ist glaube ich auch wieder ein Shellac, also mittlerweile bin ich, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, dass es halt nur noch Farben sein werden und erst am 24. sehr wahrscheinlich etwas anderes. Aber wir werden uns überraschen lassen. Hier haben wir einen Ton, von dem ich gerade beim Deckel denken muss. Jetzt im Winter diese Farbe, aber dann natürlich denke ich auch an Frozen. Es ist natürlich so ein Mint-Türkis-Ton, also kann ich schon verstehen, aber der ist mir auch zu frühlingshaft so ein bisschen. Also ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht tragen. Blautöne gerne, jetzt auch gerade. Aber nicht diesen Ton speziell. Vielleicht so ein bisschen zum Verzieren von etwas auf den Nägeln. Das könnte ich mir vorstellen. Und auch hier ist natürlich die Deckkraft eine Frage. Und es ist auch so ein bisschen Filofax-Farbe. Für diejenigen, die mir schon von der ersten Sekunde an folgen, wissen, was ich damit meine. Kommen wir zu der 15. Okay, das ist dann einmal, Flexible Builder, mag ich ja gerne. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass ich die ein bisschen off-camera benutzt habe, aber noch nicht so richtig als Tragetest. Das werde ich auch noch mit euch machen, denn die sollen tatsächlich nochmal die Haltbarkeit sehr, sehr viel verbessern, denn man macht eine Base, darüber flexible Bilder, gerne sogar zwei Schichten, dann Farbe, dann Topcoat und ihr könnt bis zu 5 Wochen Haltbarkeit schaffen. Das wäre unglaublich gut und das habe ich von einer Jolifin-Mitarbeiterin hier im Wandsbekarree in Hamburg erfahren. Also da war ich direkt getriggert, habe mir den auch gekauft beim nächsten Mal und ich glaube, jetzt habe ich damit schon 2 oder 3 und die Farbe könnte auch interessant sein. Das ist nämlich Make-up Rosé. Und wenn es den Flexible Builder als Farbe gibt, dann würde ich auch wahrscheinlich keine Farbe mehr drüber geben. Einfach nur den Topcoat und good to go. Ist ein schöner Rosaton, keine Frage. Aber hier würde ich mir wahrscheinlich eher einen Nude-Ton wünschen. Also es ist wieder sehr, naja, nicht für den Winter so eher so, was ich denken würde. Ist jetzt nicht schlecht. Ich finde den Flexible Builder toll. Ich finde es toll, dass wir halt den quasi so als Special Effect Lack nochmal dabei haben. Alles außer Farbe ist Special Effect für mich übrigens. Es sei denn, die Farbe hat auch Glitzer oder Partikel oder sowas drin. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingszahl. Das ist die 16, weil ich am 16. Geburtstag habe. Im Winter übrigens. Nicht im Dezember, aber im Winter. So, an meinem Geburtstag habe ich endlich mal den Frozen-Ton, den ich eigentlich meinte. Hier haben wir Lavender Sky. Sehr schöne Farbe, definitiv. Ist auch eher kühler. Ihr wisst, kühl trage ich sonst eigentlich gar nicht so, aber doch. Hier kann ich mir auch richtig schön, jetzt ein bisschen rumgesagt hier, ne? Also hier kann ich mir auch richtig gut Nail Art vorstellen. Wieder irgendwas so mit Holoflex drin. Vielleicht sogar mit diesem Holotop irgendwie so in Kombination. Das wäre ja auch ganz nice. Also finde ich echt nicht schlecht. 17. Okay, hier haben wir einen Braunton, der auch noch Glimmer im Namen hat, nämlich Nude Chocolate Glimmer. Und der könnte wiederum so ein bisschen interessanter sein, auch gerade für den Herbst-Winter. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die elegant aussieht. Und hier wäre auch die Deckkraft sehr, sehr spannend, weil wenn er mit einer Schicht zum Beispiel durchgeht, kann man den super dünn lackieren, sehr wahrscheinlich. Und hat eine tolle Farbe dann, plus Effekt dabei wegen diesem Glimmer. Und das Glimmerzeug, das sieht so ein bisschen weniger Gold aus, aber vielleicht so ein bisschen holo, wenn mich das gerade nicht täuscht. Also durchaus interessant. Die 18. Hier haben wir Nude Cinnamon. Dieser Ton geht wieder so ein bisschen in die Richtung von meinem liebsten Nude-Ton ever. Das ist nämlich Sinful Glow von Striplack. Ich habe ihn so oft schon angepriesen. Ich würde ihn bei jeder Gelegenheit tragen, habe ich ja auch gemacht. Zur Hochzeit zum Beispiel, falls ihr das noch nicht wusstet. Und
einfach ein so toller Ton und der kommt dem Ganzen sehr nah. 19, das scheint auch wieder ein sehr knalliger Ton zu sein. Ich muss sagen, ich kann es verstehen, ne? Warum, wenn man den im Dezember bekommt, macht man sich ja nicht jeden Tag die Fingernägel, erst recht nicht mit Shellac. Warum sollte man den jetzt nur mit Winterartikeln zuknallen? Kann ich voll und ganz verstehen, aber ich weiß nicht. Also gerade noch Januar, Februar, solche Farben würde ich halt erst sehr, sehr viel später wieder rausfinden und vorher gar nicht. Das ist sogar tatsächlich auch wieder ein Pinkton, der so ein bisschen dunkler ist. Und ja, ich finde den nicht schlecht. Ich finde den natürlich sehr, sehr schön. Und ich glaube, ich habe auch einen vergleichbaren Neonail-Lack da. Aber jetzt für den Winter glaube ich nicht. 20. Hier haben wir einmal Petrol Grey oder Petrol Grey. Petrol ist nicht so meine Farbe. Dann sind wir ja auch tatsächlich schon bei der 21. Also wir nähern uns langsam dem Finale. Hier haben wir wieder einen Aquarellton. Ich habe gerade erstmal im ersten Moment gedacht, ah, der Basecoat dazu. Aber nein, das ist hier immer die Farbe Taupe. Ist ein kühler Ton, würde ich sagen. Taupe ist immer kühl, oder? Doch, das ist so eine Steintonfarbe, sage ich auch immer ganz gerne dazu. Der ist so ein bisschen erdiger, würde ich sagen, aber definitiv immer noch kühl. Die 22 ist eine geile Farbe, weil kann ich mir wieder richtig gut im Sommer oder auch im Frühling vorstellen. Auf den Füßen, auf den Fingernägeln, aber nicht jetzt im Winter. Ich zeige sie euch einmal. Die ist sehr, sehr knallig. Aber das Schöne ist natürlich, die Lacke gehen ja auch nicht kaputt. Und jetzt habe ich das ja oft genug gesagt, dieses Argument gebracht. Ist jetzt vielleicht nicht so passend, aber wir alle sind wahrscheinlich so kleine Shellac-Sammlerinnen. Deswegen ist das gar nicht schlecht, wenn der auch dabei ist. Will ich mich also gar nicht drüber beschweren. Und dann sind wir schon bei dem vorletzten. Das wäre die 23. Dann haben wir hier Deep Rosewood. Das ist wieder eine Farbe, die sehr gut aussieht und braun und alles. Aber dann ist mir das Ganze so ein bisschen zu einseitig. Aber wir gehen gleich nochmal auf die Vor- und Nachteile, glaube ich, ein. Und jetzt gehe ich stark davon aus, dass vielleicht der Aquarell-Basecoat in der 24 drin ist. Das hoffe ich sehr. Würde auch dafür sprechen, ne? Es ist halt ein Speziallack. Deswegen, warum sollte man sonst die Aquarell-Lacke da reinpacken, wenn man nicht den Basecoat hat? Also, oder eher davon ausgehen, dass man hat. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kennt auch Jolifin besser die Verkaufszahlen und weiß, dass jeder eigentlich Aquarell zu Hause hat, nur ich nicht. Wieder so nudig, braun und so weiter. Braucht man nicht weiter drüber reden. Ist eine Farbe, die jetzt natürlich sehr gut für den Herbst funktioniert, als auch für den Winter. Aber dann ist mir das Ganze so ein bisschen zu wenig blau von den Farben gewesen. Winter, blau, Holo hatten wir dabei. Finde ich richtig gut. Ach, ich habe gerade noch gesagt, wir wollen gleich auf die Vor- und Nachteile eingehen. Machen wir gleich. Wir widmen uns noch einmal der 24. Und wie gesagt, die ist so ein bisschen fester halt. Also definitiv ist da was anderes drin. Bin sehr gespannt und sehe jetzt schon einmal etwas Plastik. Okay. Das sieht nach einer Tasche aus und tatsächlich, hatte ich gar nicht gedacht, da ist noch ein Lack dabei. Und zwar nicht der Basecoat für Aquarell, sondern ein Thermo Cat Eye Purple Pink. Okay, also es ist wahrscheinlich ein Thermolack, der auf Wärme reagiert. Und Cat Eye kennen wir auch, das ist dieses, was so ein bisschen nach Bunschen aussieht, die irgendwie auf Sonnenstrahlen treffen. Ist ein Look, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich werde mir gerade nicht gerade auch voll und ganz im Shellac hier, ne? Also das ist ein bisschen interessanter für mich als die Tasche, die gucken wir uns gleich an. Also es ist ein krasser lila Ton. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass generell so Cat-Eye-Geschichten und so weiter am allerbesten auf schwarz performen. Also deswegen braucht man da gar nicht so sehr drauf eingehen, dass es genauso aussehen sollte wie auf dem Pinsel. Das kann immer variieren. Und dann muss ich aber auch sagen, Cat-Eye. Hier war jetzt aber kein Magnet dabei. Das fände ich halt so ein bisschen schöner. Oder vielleicht ist der ja hier drin. Ich glaube, hier ist gar nichts drin. Aber es ist halt eine süße Tasche. Gehen wir einfach kurz auf die ein. Käse ist aus schwarzem Samt. Hat auch vorne einmal Jolifin draufstehen. Und hier einmal den goldenen Reißverschluss. Finde ich sehr schön eigentlich sogar. Und wenn man es aufmacht, dann ist da einmal noch ein Fach. In der Mitte natürlich ein Fach und eine Seite für Reißverschluss. Ich selber weiß jetzt noch nicht, was ich da reinpacken werde. Irgendetwas findet sich bestimmt bei meinen 1000 Zubehörgeschichten für Nagellack. Aber bei Cat Eye hätte ich mir jetzt mindestens schon den Magneten dazu gewünscht, weil ich weiß nicht, jeder hat den da. Und da macht auch viel die Form und die Stärke des Magneten aus, wie gut oder wie schlecht euer Cat Eye wird. Kommen wir dann einmal zu dem Fazit und dafür stelle ich ihn, glaube ich, noch einmal auf, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Also, ich finde das Design, finde ich, schön. Das kann man sich locker mal in die Wohnung stellen, keine Frage. Ich hatte das auch letztes Jahr im gleichen Design mit dem Nail Art Kalender. Es fällt hier auch nichts auseinander. Man hat hier zwischen, wenn man die erste Reihe rausnimmt, die einmal so geht, dann hat man die viermal und dann hat man hier zwischen noch so Trennwände. Also das bleibt alles fest drinnen. Und man hat hinten auch noch einmal so eine Art Ständer, die man aufklappen kann, was ich jetzt aber nicht tun werde. Und dann kann man das Ganze wahrscheinlich so gekippt hinstellen. Finde ich auch eine schöne Idee. Aber direkt auch das Manko an der Verpackung wäre, dass es einfach zu große Kartons sind. Definitiv. Also
warum muss ich jetzt für einen Shellac hier ein so ein großes Paket aufwenden? Da ist so viel Luft drin. Also ich war ja auch mal im Bereich Transport unterwegs und Logistik und alles, also schon viel Luft. Da wäre doch zum Beispiel hier sowas wie dieses hier, das wäre die bessere Größe gewesen, meiner Meinung nach. Aber das ist sehr, sehr subjektiv die Meinung und dafür suche ich auch gerade wirklich so das Haar in der Suppe zu finden. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht negativ darüber äußern, denn natürlich sind die Farbauswahlgeschichten hier drin auch sehr subjektiv. Wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, was mir fehlt, es fehlt so ein bisschen Blau in die Richtung von Winterblau. Also ja, Pastell haben wir gesehen. War, glaube ich, in der 16 drin, ist ja meine Lieblingszahl, deswegen habe ich es mir, glaube ich, auch so gut gemerkt. Aber es ist mir zu wenig Blau gewesen und auch gerade Richtung Weihnachten, also richtig Weihnachten, wenn wir es kitschig sehen wollen, ist Glitzergold, haben wir hier mit dem Bronzerton drin, Glitzerrot und Glitzergrün. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen vermisst, das Rote und das Grüne und auch selbst generell nochmal zu den Rottönen, da fehlt es mir auch, dass die so ein bisschen eher Weinrot sind. Weinrot geht auch immer dann, dafür sind umso mehr Nude- und Brauntöne drin. Interessant wäre jetzt natürlich, ob in dem Premium-Adventskalender so ein paar mehr Special-Effects drin sind. Weil ich halt schon eher so denke, man hätte doch so einen schönen Mix machen können aus Pinseln, Nailart, Shellacken, vielleicht auch so ein bisschen mehr Effekte, also so ein bisschen mehr Chrompuder oder sowas, aber das ist dann eher die Nailart-Geschichte, ne? Also in dem Kalender wird es uns das wahrscheinlich erwarten, war auch letztes Jahr so, da waren tolle Sachen dabei. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass es schade ist, dass man die Sachen erst im Dezember zur Verfügung hat, weil natürlich haben wir im Dezember nicht alle Zeit und werden uns da jeden Tag die Nägel neu lackieren. Das kann ich schon verstehen und dementsprechend ist es ja auch ein großer Vorteil, dass hier Geschichten drin sind, die man auch das ganze Jahr übertragen kann und die definitiv nach Frühling oder Sommer schreien. Das war es dann also für den Juliefin Adventskalender. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann bitte, bitte nehmt euch einmal den Bruchteil einer Sekunde Zeit. Einfach nur einmal kurz den Daumen nach oben geben, kurz kommentieren, fandet ihr das hilfreich oder eben nicht. Wünscht ihr euch noch weitere Adventskalender von mir, denn welchen ich schon garantieren kann, ist der von Neonail. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Und dann wäre halt die Frage, ob ich noch den Premium-Adventskalender von Juliefin mir holen würde und auch den Nailart-Kalender mit euch zusammen auspacken könnte hier vor der Kamera. Je nachdem, ob euch das dann interessiert. Und dann würde ich sagen, was ist hierfür? Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch. Und sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Pinky ist sonst nicht immer mit rechts.